Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 11. Dezember 2017? Sonne hat immer noch einen Einfluss von Rasal Hague. Das ist ein Stern im Sternbild Schlangenträger. Die Geschichte habe ich gestern erzählt. Unserem Planet Erde wird bestrahlt von Capella, das ist diese Ziege, was Zeus, der Himmelsgott, ernährt hat, und diese Ziege als Sternbild wurde auch im Himmel gesetzt. Und dieser Stern Capella bestrahlt unseren Planet Erde. Darüber habe ich auch gestern erzählt. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage und hat eine abnehmende Mondphase. Mond hat auch einen Einfluss von Windermeatrix und es wird in Verbindung gesetzt mit Dionysos und es ist die Weingott. Und es bedeutet Lebensfreude, ein Fest, Fröhlichkeit, bedeutet aber auch, wenn diese Windermeatrix ist die Weinleserin, dass etwas Früchte trägt und das vermittelt heute die Mondenergie. Alles, was wir heute beginnen, trägt Früchte. Mond bekommt nochmal einen Einfluss von Saphir, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Saphir ist ein Edelstein und das bringt auch Glück. Also Glücksenergie haben wir auch und es wird von Mond uns vermittelt. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein wichtiges Thema Beruf, Berufung, Anerkennung, Ansehen, beruflichen Erfolg, Respekt, aber kann auch eine Reise oder ein Studium auch eine Bedeutung haben. Die Wagengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Das ist vielleicht momentan gebremst durch die Rückläufigkeit von Merkur. Kann auch bedeuten, dass jemand von Vergangenheit zurückkehrt. Und es ist ein guter Einfluss auf den Wagengeborenen. Aber hier momentan auch eine Lernaufgabe, was die Wagengeborenen im Augenblick haben. Und das ist das Loslassen. Damit bekommen sie die inneren Kraft. Aber nicht nur das Loslassen wichtig, weil das ist ein Pluto-Einfluss auf den Wagengeborenen, sondern auch die Lilith-Einfluss wirkt auch. Also einmal Thema das Loslassen oder etwas von etwas verabschieden, trennen oder kündigen, was im Weg steht, was die Wagengeborenen dabei hindert, glücklich zu sein, Erfolg zu haben. Die anderen Thema ist diese Lilith-Energie. Und das kann ich folgendermaßen erklären. Diese Lilith ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel. Im Mondumlaufbahn. Das ist der weiteste Punkt im Mondumlaufbahn von der Erde aus gesehen. Dann erreicht der Mond diesen Punkt und dreht sich um und nähert sich wieder zur Erde zu. Und diese Lilith-Energie, also dieser weiteste Punkt im Mondumlaufbahn, hat eine symbolische Sprache für uns. Da das vermittelt die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte, aber das erscheint uns zu weit zu sein, unerreichbar zu sein und wir neigen dazu, das aufgeben oder sagen, das kann ich nicht, das erreiche ich sowieso nicht oder wenn es um die Liebe geht, dann kommen die Sehnsüchte, aber auch die Erklärung, oh, er wohnt zu weit weg oder ist noch verheiratet und. Und man neigt dazu, davon laufen. Mond aktiviert jetzt nicht diesen Punkt, sondern die Mond bewegt sich Richtung Erde
Und das ist in die halbe Strecke zwischen diesem weitesten Punkt und diesem nähersten Punkt zu der Erde. Und in der Mitte, in diesem Schnittpunkt, bewegt sich gerade der Mond. Und das ist entscheidend Augenblick. Und es wirkt in erster Linie zum Wagengeborenen und bei die Steinbockgeborenen haben dasselbe Thema gerade. Hier entscheidet sie sich, wird dieser Wunsch zur Erfüllung gehen oder geben wir auf? Und das ist eine gewisse, wie eine Knoten, eine Knotenpunkt gerade. Und hier entscheiden sich, und es kommt von dem Inneren, dieser Kraft, dieser inneren Überzeugungskraft, wo man zu sich selbst sagt, nein, das gebe ich nicht auf, ich bleibe in mein Ziel. Kann aber in andere Richtung gehen, wo man sagt, oh, das klappt sowieso nicht, andere sagen das auch, also ich gebe das lieber auf. Also in diesem Scheidenweg stehen die Wagengeborenen, stehen die Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit, verspüren auch Kraft und Mut. Sie haben gerade Glück. Es ist auch ein Aufstieg, auch in die Liebe haben sie Glück, aber auch eine berufliche Veränderung, einen beruflichen Aufstieg ist zum Erwarten. Also wichtig ist, dass die Skorpiongeborenen in diesem Leichtigkeit bleiben. Und nicht nur Mars wirkt hier, sondern auch Jupiter. Das sind die Chancen, die Möglichkeiten, das Glück nicht nur jetzt, sondern das begleitet noch etwa noch ein Jahr die Skorpiongeborenen. Aber Jupiter neigt auch dazu, etwas zu übertreiben. Also das in die Zügel in Hand zu nehmen und ja nicht übertreiben, sondern die Skorpiongeborenen brauchen die Gelassenheit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben einen gewissen Rückzug. Sie brauchen diese Zurückgezogenheit, diese Stille oder meditative Haltung. Sie brauchen einfach die Ruhe momentan. Aber es ist alles wunderbar. Sie verspüren auch eine gewisse Leichtigkeit und dieser Rückzug, diese Stille, diese Ruhe gibt die Kraft. Auch die Erfolg dann bei den Schützengeborenen kommt auch ein Aufstieg. Alles ist zum Erwarten. Es sind Veränderungen, Umbrüche. Dieser rückläufige Merkur und die rückläufige Uranus, was auch beeinflusst die Schützengeborenen, kann bedeuten, dass noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und die Schützengeborenen sollen noch ein bisschen geduldig sein und die Zeit genießen, diese Stille, diese Ruhe genießen. Und sie können damit rechnen, dass ein Vorwärtsbewegung kommt und auch Erfolg. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben eine gewisse Unsicherheit, Unruhe und wird Lilith hier aktiviert, hier wird Pluto aktiviert und das sind die Herausforderungen gerade, was die Steinbockgeborenen trifft. Einmal die Pluto-Thema, alles loslassen, alles verabschieden, trennen, kündigen, was im Weg steht. Oft sind das die eigenen Gefühle wie Schuldgefühl. Oder Angst oder Zweifel, das sind alles Stolpersteine in unserem Leben. Weil mit Angst werden wir nie erfolgreich sein, mit Schuldgefühl kommen wir auch nicht ins Ziel. Es ist ganz unnötig, dieses Gefühl in uns zu tragen, all das befreien, loslassen und im Vertrauen bleiben. Dann ist es auch die inneren Kraft dieser Quelle ganz klar und deutlich spürbar. Und das Besondere für die Steinbockgeborenen gerade. Und das ist die Botschaft, die Pluto-Einfluss. Dann kommt dieser Lilith-Thema. Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Alles ist erreichbar. Natürlich realistisch sollte es sein. Aber nicht aufgeben diese Wünsche, diese Träume, sondern als Ziel setzen. Und die Steinbockgeborenen sind ganz gut daran, ihren Ziele zu erreichen, weil sie geben nicht so leicht auf. Sie haben diese Kraft und Ehrgeiz, ins Ziel zu kommen. Das ist die Stärke, die Steinbockgeborenen. Und jetzt bei diesem Knotenpunkt, was ich vorher erklärt habe, die Mondbewegung zwischen Lilith und Erde, und das ist dieser Knotenpunkt. Jetzt fängt man an zum Zweifeln daran. Und hier, gerade hier ist
ganz bedeutend, die inneren Einstellung oder das Gefühl, also ja, nicht aufgeben. Und diese Kraft möchte ich für die Steinbockgeborenen vermitteln. Da stehen sie zu sich selbst, haben sie dieses selbstbewusste Auftreten und in den kommenden Tagen kommt sowieso alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen sollen ihren Werten betonen, Wertschätzung, auch Verlangen von anderen. Und sollen auch um die Finanzen kümmern, damit sie befreiter sein. Sie fühlen sich zwar kraftlos, aber im Inneren liegt die Kraft, was gerade die Wassermann-Geborenen hilft. Bei Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtiges Thema die Liebe-Partnerschaft. Da ist auch ein Thema, verabschieden das, was nicht funktioniert. Also auch das Mut dazu haben, mal trennen. Es muss nicht heißen, dass jetzt jede Partnerschaft aufgeben muss und jede Fischengeborenen soll sich trennen. Es kann auch die Gefühle sein, die Erinnerungen, Erinnerungen von Vergangenheit, die verletzten Gefühle. Davon sollte man trennen und schauen, dass die Partnerschaft funktioniert. Und die Fischengeborenen werden in die nächste Zeit Glück haben und Gewinnchancen in Finanzen. Und noch ein Hinweis, der Reichtum liegt in die Fischengeborenen, aber die Richtung ist unterschiedlich. Wenn sie das Fluss des Lebens vertrauen und fühlen sie sich reich, das ist nicht nur die finanzielle Reichtum, sondern das innere Reichtum, weil sie haben diese inneren Kraft und diese Urvertrauen, dann kommt das alles im Fluss und das wirkt auch an den Finanzen, weil das fließt auf den Fischengeborenen auch zu. Natürlich, diese Fischenenergie können wir alle nutzen. Wir haben im Horoskop alle Tierkreiszeichen. Aber ich möchte das mal zum Erklären, dass hier liegt die Reichtum. Nur die Richtung soll auch stimmig sein, wenn man Angst hat, wenn man die Vertrauen verliert, wenn man das Fluss des Lebens nicht vertraut, sondern diese ständigen Zweifel hat, dann schwimmt man gegen den Strom. Dann kommt nicht die Reichtum, sondern kommt die Verlust. Also das ist auch eine wichtige Botschaft und das vermittelt die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Und deswegen habe ich das erzählt, weil die Glück ist gerade da, besonders in Finanzen, also Gewinnchancen. Und vielleicht nicht heute, aber in die kommenden Tage, weil genau das kommt jetzt im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen bauen Sicherheit, Stabilität und sie schaffen jetzt die Fundament zum Etwas. Und das, was sie jetzt beginnen, muss noch reifen. Es ist eine Geduld gefragt, dieser Erfolg geht nicht schnell, sondern auch in diesem Vertrauen bleiben, dass das, was sie jetzt gerade beginnen, dieser Fundament, ist sehr wichtig, weil auf diese Fundament kann man bauen. Die Erfolg kommt nicht so schnell, aber das baut sich alles auf, ob das jetzt die berufliche Situation ist oder Selbstständigkeit. Oder wirklich ein Hausbau oder die liebe Partnerschaft aufbauen. Also das kommt alles in Form. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Das wird aber in den kommenden Tagen schon besser. Die Mars-Energie und die Jupiter-Energie spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Die eine bedeutet das Kraft. Auch die Mut zu haben, aktiv zu sein, kann auch eine männliche Person sein. Und das sollen die Stiergeborenen auf diesen Mann zugehen. Die Jupiter-Energie sagt die Chancen und Möglichkeiten. Und da in die Richtung sollen die Stiergeborenen schauen, das auch bewusst wahrnehmen. Und das natürlich im Gleichgewicht bringen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben gerade Glück, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch bei der Arbeit. Sie
Sie sollen ihren Kraft bewusst einsetzen, wenn es zu viel ist, weil die zu viel arbeiten. Und dann sollen sie noch um die Partnerschaft und die Familie kümmern und noch anderen Sachen kommen auch dazu. Und sie wollen alles erledigen. Dann kommen zum Stress, zu Hektik und verlieren die inneren Ballast, verlieren die Kraft. Also bewusst die Kraft und auch die Zeit einteilen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Heute fühlen sich ein bisschen unsicher oder sind etwas nervös und geht auch etwas zu Ende von Vergangenheit, aber das ist eine Art Befreiung. Das kann die berufliche Situation sein, das kann auch eine Partnerschaft sein, das kann auch bedeuten, dass sie von etwas verabschieden, was immer stört. Also sie sind auch gerade am Aufräumen und diese Aufräumen schafft wieder Platz und auch mehr Kraft, mehr Orientierung. Und es ist etwas Gutes zum Erwarten in die Liebe, Partnerschaft. Die Kraft kommt auch wieder, die Möglichkeiten haben auch. Und die kommenden Tagen kommt schon die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen sind in einer Transformation. Sie verändern etwas in ihrem Leben. Vielleicht die Einstellung, vielleicht das Aussehen, vielleicht der Beruf, vielleicht die Liebe, Partnerschaft, vielleicht die wohnliche Situation. Jeder Löwengeborene erlebt das in anderen Bereichen, aber etwas ändert sich, weil etwas Neues kommt. Und das ist auch etwas karmisch, eine karmische Lernaufgabe, etwas Neues zu wagen, etwas Neues zum Ausprobieren, wo man auch lernt, auch etwas Neues. Und das sind die Erkenntnisse. Und gerade in diesem Prozess sind die Löwengeborenen. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch bei Selbstständigkeit. Manchmal fühlen sie sich kraftlos oder fehlt die Mut bisschen. Aber die Kraft kommt von Inneren, weil das unterstützt mehr gerade die Löwengeborenen. Also alles mit der Ruhe. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen lernen etwas oder beginnen sie ein Studium. Viele Jungfraugeborenen planen eine Reise gerade oder haben ausländische Kontakte oder lernen eine Fremdsprache. Die berufliche Situation, die beruflichen Ansehen ist auch sehr wichtig. In die Liebe, Partnerschaft sind ein bisschen Einschränkungen da. Aber in anderen Lebensbereichen zeigen sehr viel Kraft und sehr viel Mut die Jungfraugeborenen. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit des maßgeschnittenen Anfertigen. Und noch ein paar Informationen. In meiner Webseite befindet sich mein Shop und die Ware, was abgebildet ist, ab sofort bestellbar. Das kommt immer wieder was Neues dazu. Dann die Blitzberatungen. Was ist es? Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Dann die 3-in-1 Beratungen. Das ist Videoberatung, selbstverständlich anonym. Nach Wunsch kann ich die Videos so anfertigen, dass außer sie niemand sehen kann. Diese Videoberatung ist in 3 Stufen, 3-in-1. Erste Stufe beantworte ich die Frage. Zweite Stufe kommt Zeitangabe. Was passiert in den kommenden Tagen? Dritte Stufe ist Zeitangabe, was passiert in den kommenden 12 Monaten. Es ist zwar nicht astrologisch, es ist aus den Karten. Hier bei diesem Art von Beratung beträgt mein Honorar 50 Euro für das Gesamte, weil einige haben die Fragen gestellt, ob das pro Stufe gemeint ist oder das Gesamte. Ja, das ist das Gesamte. Und noch die Neuigkeiten, mein neuer Kanal, Meisterin des Kartenlegens. Und dort können Sie die Kunst des Kartenlegens kostenlos erlernen. Und nicht vergessen, mein wichtiger Satz, ein guter Rat ist immer Gold wert.
Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.